Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NHL 16 im Saisonmodus hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute am 22. Spieltag erwartet uns ein richtig hartes Spiel. Die Hamburg Freezers empfangen die Iserlohn Roosters. Hier im Saisonmodus sind die Roosters momentan auf Platz 1, in der richtigen Liga auf Platz 2. Also so oder so erwartet uns heute ein richtiges Topspiel. Zu blöd, dass ich mit unserem umgestellten Team noch nicht richtig zurechtkomme. Was machen wir da jetzt? Vor allem rein theoretisch müsste ich noch mehr Spieler wegnehmen, da sich zum Beispiel jetzt noch Adam Mitchell verletzt hat. Heißt, er dürfte gegebenenfalls auch nicht spielen. Ja, David Wolf darf ja eigentlich sowieso nicht. Der Krämer auch nicht, der Hafenrichter auch nicht. Also, das ist eigentlich alles scheiße. Aber ich werde das jetzt so lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich würde sagen, wir gehen ohne große Umschweife rein ins Spiel. Wir strengen uns heute richtig hart an. Ich glaube nämlich, Dingenskirchen wird echt nicht einfach. Warte mal, ich wollte jetzt noch einmal ganz kurz gucken. Nein. Wer ist denn unser Goalie? Schon wieder der Kotschneff. Nee. Wir wollten mit Franz Repp spielen. Fertig. So. Maxi, Franz Repp steht heute bei uns im Tor. Ich bin gespannt, was dieses Spiel uns zu bieten hat. Ob wir eine Schnitte haben gegen Iserlohn. Ach ja. Wird nicht einfach. Es wird auf keinen Fall einfach. Aber wir gucken jetzt mal. Dupuy gegen York am Bulli. Und Iserlohn gewinnt schon mal das erste Bulli. So, erster Konter hier über Marcel Müller mit dem Schuss. Oppenheimer. Oh. Schlechter Pass da an die Blaue. Oppenheimer in die Fanghand von Picard, beziehungsweise in dessen Schoß. Ärgerlich. Erste Chance auf unserer Seite tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Tiff. Oh, gibt eine Strafe gegen Iserlohn für Beinstellen. Der hat sich in meinen Schuss reingeworfen und hat dabei Tiffels das Bein weggehauen. Wenn wir da nochmal gucken. Zack, da gibt es ein schönes Beinstellen für. Heißt, wir starten sogar mit einem Powerplay hier. Mal sehen, ob wir das nutzen können. Powerplay war ja bisher noch nicht unsere ganz große Stärke. Aber Sertic gewinnt schon mal das erste Bulli. Oh, Pass zu Wolf, kommt nicht durch. Sonst wäre das eine richtig gute Chance gewesen. So, Schmidt. Ja, geil. Jetzt laufen wir in Überzahl in Konter hier. Weil Flake da gerade im Pass im Weg stand. Wow. Ja, unser Powerplay läuft schon wieder richtig gut. Nicht. So, Flake nochmal. Wieder aufs Eis. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Aber hier unser Maxi Franz Repp mal wieder mit einer Klasse Tat. Nochmal. Meine Güte, Franz Repp rennt, holt uns doch schon wieder richtig aus der Scheiße raus. Oh, oh. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh. Oh. Mathieu Roy jetzt auf dem Weg nach vorne. Schießt einfach drauf. Verpasst das Tor. Wolf holt sich doch schön den Puck. Ah, Matzen verliert ihn da leider. So, Morten Matzen auf dem Weg nach vorne. Einfach mal durch alle durch. Ah, da kommt der Pass zu Mitchell nicht durch. Harter Check von Schubert da. Ja, so wollte ich den Pass spielen. Absolut. He could start some danger here.
Mitchell, warum wartet er denn so lange mit dem Schuss? Er hätte doch viel schneller schießen können. Ah, die Riesenchance von Adam Mitchell am langen Pfosten und er nutzt sie nicht. Übrigens, tut es mir sehr leid, dass diese Folge heute so verzögert kommt. Ich war gestern Abend auf einem Konzert und konnte die Folge deswegen nicht aufnehmen. So, Hafen. Ah, da kommt der Pass bei Hafenrichter nicht an. Ah, nein, Schmidt sitzt nach hinten. Ja, gut, damit können wir leben. Sam Klaassen, Puck kommt zu Jaroslav Hafenrichter. Hafenrichter mit dem Schuss in die Fanghand von Picard. Ah, 5 Minuten noch zu spielen im ersten Drittel. Wir stellen uns deutlich besser an als die letzten Spiele. Aber es steht nach wie vor 0-0. Uns fehlen nach wie vor ein Tor. Uns fehlen nach wie vor ein Tor. Ach, fuck, abseits. Schade, schöner Puckcheck von Roa. Oh, ich hoffe, ich übersteuere nicht, merke ich gerade. Tim Conboy hat schon 100 Checks. Und wir sind beim 22. Spieltag, obwohl das geht. Das sind etwas ungefähr 5 Checks pro Spieltag. Ui. Da hat sich ein Iserlohner ein bisschen wehgetan, würde ich behaupten. Ah. Ja, immer mit dem Kopf durch die Wand bringt halt doch... Oh, 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 nein, zum richtigen Spielerwechsel. Nein! Franz Repp! Oh, shit! Und nochmal Franz Repp. Meine Güte. Oppenheimer zu Phil Dupuis. Nein! Ah, Kevin Lavallee, stimmt. Der Ex-Hamburger spielt ja bei Iserlohn. So, Tiffels holt sich da den Puck. Ja, ganz genau so wollte ich das machen. Am Arsch. Hör auf. Oh. Eieiei, da wurde noch... Aber wir halten erstmal das Unentschieden. Das ist schon mal nicht schlecht. Ausgeglichenes Spiel, 7-9 Schüsse. Und wieder Phil Dupuis am Bulli. Verliert das schon wieder gegen York. So, Müller hat den Pass abgefangen. Pass zu Phil Dupuis war aber absolute Grotze. Was war das denn jetzt für ein Pass gerade? So, jetzt aber Konter hier. Phil Dupuis auf Thomas Oppenheimer. Verpasst das Tor. Flake mit einem guten Forecheck da. Oh, he's been looking for that hit all night. Oh! Franz Repp! Meine Güte, was ist das für ein Goalie hier im Spiel? Das ist der Wahnsinn. Tiffels geht nun rein ins Angriffsdrittel, ist aber zu langsam für den Ingolstädter Verteidiger da. Oh, Wolf! Verpasst da das Tor! Flake mit dem Schuss, aber Wolf vorm Tor kann ich abfälschen. Fuck. Mitchell frei vorm Tor mit dem Schuss, aber wieder knapp neben das Tor. An den Pfosten, meine Güte. Jetzt lassen wir aber zu viel liegen hier, liebe Leute. Jetzt sind wir wieder auf einer 2-auf-1-Situation. Aber Sam Klaassen mit einem schönen Block. Am Arsch.
So, Schmidt zu Michael Davies. Das ist der Shit, wie alle meine Spieler neben das Tor schießen. Ah, Hafenrichter. Oh mein Gott. Das ist der Shit. Wir treffen das fucking Tor nicht. It's a 3-on-2 as they move in. Shot, outstanding point blank save. Das ist der Wahnsinn, was unser Franz Repp heute für ein Spiel macht. Das ist der Wahnsinn. Nein. Ja, sehr schön Rohr. Allerdings haben wir jetzt gerade keine richtige Anspielstation. Rohr! Moves to the corner. A shot blocked away. Heads to the front. Krämer! Das ist der Shit. Wie können so viele Versuche nicht reingehen? Back in his defensive end to get it. Takes that pass that was just slipped ahead to him. Ja. Was auf jeden Fall den Puck kriegen. Okay, Puck geht raus. 1:16 noch zu spielen im zweiten Drittel. 0:0 der Spielstand. Enges Spiel. Scheißpass von Schubert. Richtiger Scheißpass von Schubert. Franz Repp. Wollt ihr mich jetzt verarschen? So, weg damit. Zweites Drittel rum, 0:0 nach wie vor. Meine Güte, enges Spiel. Viel zu enges Spiel eigentlich. Beide Teams haben Chancen. Keins nutzt sie bisher. Fuck, damit hatte ich nicht gerechnet, dass Oppenheimer da den Puck bekommt. Nee. Ach komm, jetzt kommt er mit so einem Fuckding durch. Ach, das ist doch scheiße. Oh. Ja, super. Wechselst du mal bitte zum richtigen Spieler hin? And thrown down to Ross. Got that pass near the blue line and now looks ahead. Great grab. Gets that pass from his goalie through traffic. Ja, okay, abseits. Aber da wollte ich auch mit dem Pass hin. Ach komm schon, jetzt sind wir schon wieder unter Zugzwang hier. Wir brauchen auf jeden Fall das Tor. Solid win at center ice. Now what? The Roosters have control of the puck along the board. Smashed in. Ja. Good jab with the stick there. Wie kann er so einen Pass spielen? Right along the blue line to Kote. Batted off the glove. With a drive. Oh, übers Tor rüber. Adam Mitchell ums Tor rum. Pass zu Matzen, aber zu ungenau. The Roosters ja. Through the neutral zone. Two on one opportunity. Perfect centering pass. Let's go, Rister. Statt trifft er den Pfosten. Aber was ist denn jetzt schon wieder los? Franz Repadin. 12:41 noch zu spielen. 1:0 für Iserlohn. Oh, Manno. Ja, nein, wir wollen keine Highlights von unserem Team sehen. No puck luck, but you've got to get the puck on the net when you're in the scoring zone. Komm schon. Wir verlieren mal wieder einen Bulli mit für Dupi. Müller rennt weg vom Puck, warum auch immer. Ja. Ah, mir fällt da nichts mehr zu ein, Leute. Das ist der Wahnsinn. Kaum kassieren wir ein Tor, hat unser Team immer Auflösungserscheinung. Took that pass right up the wing. And a save. And he'll cover.
Flake mit einem guten Vorstoß, aber auch das hat nichts gebracht. Wolf! Na, ach komm, jetzt behindert euch doch nicht gegenseitig da. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Warum schießen meine Leute denn nicht sofort, wenn sie an den Puck kommen? Mann! Ja, auf jeden Fall blockt er so einen Pass. So, können wir uns jetzt mal bitte den Puck wiederholen? Wir brauchen noch ein Tor, falls ihr es vergessen habt. Ja, das ist, was passiert da gerade schon wieder? Gut, Iserlohn hat sich mal entschieden, mich nicht mehr zum Zug kommen zu lassen. Oppenheimer, Mensch. Wo sind denn Anspielstationen? Ja. Ja. Ach komm. Guck mal, warum? Wie kriegt er den Puck da wieder nach so einem Check? Das ist doch der Shit. Und 2-0 Iserlohn. Ach, das ist doch ein schlechter Witz. Es ist einfach nur ein schlechter Witz. Alter Schwede, ey. Meine Güte, klar sind meine Reihen ticken schlechter als vorher, aber es kann doch nicht so einen Unterschied machen. Und 3-0. Mann! Ja, auch so ein Pass kommt nicht durch. Mitchells Schuss wird auch gehalten. Der ist auch schon wieder durch. Hey, Franz Repp hat einen Puck gehalten. Oh nein, da mache ich Franz Repp unrecht. Er hat echt gut gehalten im Spiel. Great Sekunden noch, wir liegen 3-0 hinten. Leute, euch hat zwar gefallen, dass ich die Reihen jetzt so angepasst habe, aber nach diesem Spiel werde ich sie wieder auf beste Reihe umstellen. Mir macht das Spiel so einfach keinen Spaß mehr. Das ist jetzt eine Strafe. Beinstellen. Da ist er mal wieder in meinen Schuss reingesprungen. Also ich werde nach diesem Spiel wieder auf beste Reihen umstellen. Anders sehe ich mich hier nicht konkurrenzfähig. Wenn selbst sowas nichts wird. Einen besseren Pass kann ich doch nicht spielen. Meine Güte, David Wolf ist bisher eine reine Enttäuschung in dieser Saison. Ja. So, nächste Pleite. Super. Geil. Scheiße. 3-0 verloren gegen Iserlohn. Ich werde die Reihen wieder auf beste Reihen um. Ich werde auch wieder mit Caron spielen. Tut mir leid, Leute. Anders bin ich nicht konkurrenzfähig hier. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch Sonntag wieder einschaltet, wenn wir gegen die DEG spielen. Haut rein, bis die Tage. Ciao.